Hi, ich bin der Marco. Hi, ich bin der Sasa. Wir haben Crew Workouts für euch vorbereitet. Und wir geben jetzt zusammen Gas. So Leute, wir starten mit der ersten Übung, High Knees. Das ist eine Kraftausdauerübung und auch gut für die Koordination. Wichtig ist, worauf ihr achten sollt, ist, dass das Knie mindestens hüfthoch ist und der entgegengesetzte Arm mit benutzt wird. Der Marco demonstriert euch das jetzt mal. Und auch wichtig, Kontakt nur über den Vorderfuß. So, als zweite Übung kommt der Superman. Wir entscheiden uns hier für die Diagonalvariante. Das ist eine Übung für den Rücken. Dafür begebt ihr euch bitte erstmal in Bauchlage. Und dementsprechend die Diagonalvariante hebt ihr jetzt praktisch ein Arm, ein Bein, sauber nach oben, langsam kontrolliert wieder nach unten und dementsprechend die Spannung immer gut halten. Als nächstes folgt der Plank to Push-Up. Hier haben wir eine Übung mit dem Fokus auf den gesamten Oberkörper, aber auch für den Bauchmuskel. Und zwar beginnen wir hier in der Plank, also im Unterarmstütz. Das wird sauber erstmal gehalten und dann drückt ihr euch langsam in den Liegestütz hoch. Das wird wieder kurz gehalten und dann wird wieder nach unten gegangen. Und Experten können natürlich hier mit der Geschwindigkeit variieren. Und die Anfänger führen alles immer sauber durch, schön sauber nach oben langsam, schön sauber nach unten. Und die fortgeschrittener sind, können die Geschwindigkeit gern steigern. Als nächstes führen wir den Mountain Climber durch. Diese Übung hat den Fokus für den Bauchmuskelbereich, ist aber auch eine sehr gute Cardio-Übung. Dafür geht ihr bitte in die Liegestützposition. Für die Beginner bitte, ihr macht das Ganze erstmal langsam. Immer wird ein Knie abwechselnd nach vorne geführt, so weit zur Brust wie möglich. Langsam wieder zurückgeführt, dann wechselt ihr das Bein. Hier ist auch ganz wichtig, die Spannung immer zu halten. Und Experten können auch hier in der Geschwindigkeit wieder variieren, etwas schneller durchführen oder können das Ganze auch sehr schnell durchführen. Dann ist der Fokus auch mehr auf dem Cardio-Bereich. Sehr gut, ja, wir haben die Hälfte geschafft, komm, die letzten vier Übungen, ja. Komm, denk komm, dran, komm. In der Pause auch regelmäßig was zu trinken. Wir legen jetzt den Fokus auf die Bein- und Po-Muskulatur, dementsprechend führen wir Jumping Lunges aus, also Ausfallschrittsprünge. Wenn ihr jetzt schulterbreit steht, beginnt ihr das Ganze mit einem Ausfallschrittsprung und führt dann direkt den nächsten durch, springt nach oben und führt direkt den Ausfallschritt durch. Und zwar ist hier ganz wichtig, wieder die Arme mitzunehmen. Fokus ist auch, dass der Oberkörper aufrecht bleibt und dass auch der Knieverlauf stabil bleibt, das heißt nicht zu weit nach vorne und auch nicht nach außen geht. Ist es der Jackknife, auch bekannt als das Klappmesser. Dafür legt euch bitte mal auf den Rücken, Arme gestreckt nach hinten und jetzt bitte mit kontrollierter Geschwindigkeit Arme und Beine nach vorne zusammenführen, dann könnt ihr immer ganz leicht die Fußspitzen berühren. Wichtig ist hier auch immer, kontrolliert das Ganze,
Experten können auch hier wieder mit der Geschwindigkeit variieren, das heißt die Geschwindigkeit steigern. Beginner sollten auch hier langsamer und kontrollierter das Ganze ausführen. Auf den Oberkörper, hier insbesondere Brustmuskulatur, und führen dementsprechend einen Push-Up durch mit normaler Schulterbreite. Auch hier wieder für die Beginner schön langsam kontrolliert. Experten können auch hier sowohl mit der Griffbreite als auch mit der Geschwindigkeit variieren. Wichtig ist auch hier vom Ellbogenverlauf eng am Körper bleiben. Übung, den Burpee, auch bekannt als Liegestütz mit anschließendem Strecksprung. Und zwar beginnt ihr hier praktisch wieder im Stand, geht runter in den Liegestütz, führt einen Liegestütz durch, führt euch wieder das Ganze zusammen und macht den Strecksprung nach oben. Hey Leute, gute Arbeit, wir haben es zusammen durchgezogen, sehr stark. Bis zum nächsten Workout, bleibt mit uns fit.